Ja, dann erst einmal ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar der Rayonex Biomedical GmbH hier aus dem verschneiten Sauerland aus Lennestadt. Ja, ich erinnere mich gut, Frau Hennes, und damit kann ich Sie ja auch ganz herzlich begrüßen hier auch als Referentin, als Hauptreferentin des heutigen Abends. Ich kann mich noch gut daran erinnern an das letzte Webinar zum Thema der RayoPure, ja, die wir gehalten haben. Das war ja auch ein wirklich wunderschönes, auch interaktives Webinar und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich glaube, heute können wir ja genau das Gleiche zur RayoSole durchführen. Freue ich mich riesig drauf. Warum? Weil die RayoSole Plus ist aus dem ganzen Produktportfolio der Rayonex, also auf jeden Fall ein Produkt, was ich permanent nutze. Ja, also wirklich, mir geht's ja gut, also Prävention mit dem PS10 und Rayobase natürlich. Aber die RayoSole Plus ist halt eben etwas Besonderes, was halt eben auch mit auf Reisen ist. Und das kann man immer schön zwischendurch nutzen. Das ist super. Ja. Mal sehen, wie das bei den Zuschauern ist. Denn wir hatten ja gesagt, wir wollen fragen, wie es denn bei den Teilnehmern aussieht, gerade jetzt zum Beginn, ob das basische Baden zur persönlichen Entsäuerungsstrategie gehört oder ob es eher so ist, dass das jetzt noch ein neues Thema ist und dass man bisher so da den Fokus noch gar nicht so richtig drauf hatte. Ja, also ich sehe, die Abstimmungen laufen hier schon munter voran. Das ist toll. Und ich lasse diese Abstimmung noch kurz laufen und würde dann einfach schon zur nächsten Folie gehen. Dann können wir hier schon den rechtlichen Teil sozusagen kurz zum Webinar auch abschließen. Wir machen das ja immer deshalb, weil auch in dem Webinar Praktiken beschrieben werden, die ja weit über die klassische Schulmedizin hinausgehen. Und damit das auch rechtlich sicher ist und damit Sie das wissen, ist es so, dass wir diesen rechtlichen Hinweis zum Webinar jedes Mal auch zeigen. Also bitte beachten Sie, dass die vielen Hinweise und Ratschläge dieses Webinars nicht den Gang zum Heilpraktiker oder zum naturheilkundig orientierten Arzt ersetzen können. Und wir weisen darauf hin, dass die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingung bisher weder akzeptiert noch anerkannt hat. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und damit sind wir auch schon jetzt bei den Umfrageergebnissen zurück. Und ich würde, bevor wir zur nächsten Folie gehen, kurz nochmal die Umfrage beenden und die Resultate freigeben. Und man sieht also schon sehr schön, Sie sehen das, Freunde, also basisches Baden ist bei den Teilnehmern angekommen, also genauso wie bei uns beiden auch. Also wir nutzen das ja auch regelmäßig und das tun halt eben der überwiegende Teil auch der Teilnehmer. Super, das ist großartig. Ja? Auf jeden Fall, ja. Ich bin sogar ein bisschen erstaunt, dass doch so viele das basische Baden schon entdeckt haben. Also wer das einmal gemacht hat und danach das Hautgefühl getestet hat, ja. Dann gehört das zum, ich will nicht sagen Daily Usage, das ist klar, aber zum, das ist ja auch nicht gut, aber halt eben zum regelmäßigen Benutzen. Ja, und wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass wir schon weitere Webinare hatten und diese Webinare können natürlich alle auch nochmal im Nachhinein angeschaut werden, sowohl im Rayonex Wiki, das heißt also im Rayonex eigenen, im kostenlosen Schulungsportal der Rayonex Biomedical GmbH. Dort, das finden Sie auf der Paul-Schmidt-Akademie-Seite. Dort können Sie im Rayonex-Wiki den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Wenn Sie das nicht haben, können Sie das bei der info@rayonex.de anfordern. Oder Sie nutzen halt eben die doch inzwischen sehr umfangreichen Videos auf unserem YouTube-Kanal bei Rayonex. Und das machen Sie so, dass Sie auf YouTube gehen. Sie suchen dort oben Rayonex, klicken auf die Playlists und haben dann wirklich schon eine Menge Webinare vor sich, die Sie dann ihrem Geschmack und Bedarf entsprechend dann auswählen können. Wie immer ist es so, dass wir uns natürlich besonders darüber freuen, dass Sie uns heute auch Ihre Zeit schenken. Deshalb werden wir, wie immer, allen, die
im Webinar halt eben teilnehmen, auch am Ende des Webinars ein besonderes Angebot machen. Und das gilt dann halt eben nur bis heute Nacht um 12. Und was das ist, erfahren Sie dann zum Ende des Webinars. Okay, damit bin ich einleitend schon durch und würde die, ja, das Wort und die Charts an Sie geben. Super, perfekt. Danke, Herr Heimes. Mhm. Ja, ich sage auch nochmal herzlich willkommen und danke, dass Sie sich heute Abend Zeit nehmen. Und ja, mein Name ist Eva Hennes. Ich bin jetzt schon 17 Jahre bei der Rayonex. Und so lange kommt es mir aber gar nicht vor. Und heute Abend möchte ich ein Produkt genauer vorstellen, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und das ist die Rayosole Plus, genau. Rayosole Plus, was ist das? Es wurde jetzt schon angesprochen. Es ist ein basisch-mineralischer Badezusatz, mit dem Sie Vollbäder, Fußbäder, basische Wickel, basische Strümpfe und auch basische Peelings machen können. Und ich denke, aufgrund der Umfrageergebnisse ist Ihnen dergleichen sogar vielleicht schon bekannt. Aber wir werden heute noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, die Rayosole Plus oder generell basische Bäder sind mehr als nur Hautpflege. Es geht um Reinigung, einmal natürlich um die äußerliche Reinigung, also sprich die Reinigung der Haut, wie man es eigentlich generell definiert, das Säubern der Haut. Es geht aber vor allen Dingen auch um die innere Reinigung und damit meinen wir das Fördern der Ausscheidung von gelösten Säuren über die Haut, um den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Und deswegen sprechen wir da auch von einer innerlichen Reinigung. Klar, die Hautpflege ist da. Da gehe ich gleich noch genauer drauf ein, warum basische Bäder besonders hautpflegend sind. Basische Bäder sind aber auch Entspannung und Regeneration. Denn ich nehme mir bewusst Zeit für ein basisches Bad. Ich komme im Stress des Alltags mal runter, wenn ich mir diese Stunde Zeit nehme. Und deswegen habe ich einen Effekt von Entspannung und Regeneration. Und was auch sehr interessant ist, basische Bäder können Bestandteil vieler Therapien sein. Und das haben wir besonders beobachtet bei Erkrankungen wie Neurodermitis, bei der Schuppenflechte, bei anderen Hautekzemen, also sprich alles, was symptomatisch über die Haut auch sichtbar wird. Aber es kann auch zur Entlastung des Stoffwechsels führen, wenn ich basische Bäder mache. Warum? Weil ich den Säure-Basen-Haushalt entlaste und das Körpermilieu ausgleiche. Ja, und ich möchte jetzt gerne mal so ein bisschen zurückgehen, und zwar nicht nur ein paar Jahre, sondern viele Jahre, um zu zeigen, dass basisches Baden, also basische Körperpflege, letztendlich schon eine ganz, ganz, ganz lange Tradition hat, nämlich im Prinzip schon fast 2000 Jahre alt ist, zumindest laut Überlieferungen. Und zwar ist es so, dass man schon in der Antike den Körper basisch gereinigt hat, und zwar mit Salzen, mit Kali- oder Natronsalzen, oder aber auch mit Asche, die ja sehr mineralstoffreich ist und von daher auch basisch, alkalisch. Und diese Asche wurde vermischt mit Rindertalg und diente als basische Hautpflege. Ja, und was immer ganz interessant ist und vielleicht auch doch einigen bekannt, die schöne Pharaonin Kleopatra badete ja bekanntlich in Esels- und Stutenmilch. Und Esels- und Stutenmilch, weist auch einen besonders hohen Mineralstoffgehalt auf. Das heißt, die schöne samtweiche Haut der Kleopatra stammte aus der basischen Körperpflege. Ja, und was ich noch viel interessanter finde, weil der Realitätsbezug da ist, weil diesen Weg sind wir alle gegangen, letztendlich wachsen wir in einem basischen Milieu heran. Also das Fruchtwasser, in dem wir, wenn es denn dann gut geht, 9 Monate lang im Mutterleib heranwachsen, ist basisch. Und das zeigt doch, wie wichtig auch letztendlich dann die basische Körperpflege ist, sobald ich als Mensch das Licht der Welt erblicke. Und meiner Meinung nach ist das ein Bild dafür, dass basische Körperpflege das natürlichste Pflegemittel ist. Also vorhin, wenn ich noch dazu kurz ergänzen darf, ich hatte noch eine interessante Information gelesen, dass nämlich über die letzten Jahrzehnte dass der pH-Wert des Fruchtwassers permanent abgenommen hat. Genau.
Ja, also das ist zu beobachten, aufgrund von Belastungen, also Umweltbelastungen und natürlich auch von unausgewogener Ernährung kippt der pH-Wert des Fruchtwassers. Und ja, viele Gebärende weisen wirklich keinen basischen Fruchtwasser-pH-Wert mehr auf. Ja. Ne? Also das ist Fakt, auf jeden Fall. Okay. Ja. So, dann ist es so, dass die basische Körperpflege, ja, wie schon bei Kleopatra beobachtet, sorgt für junge, gesunde und faltenfreie Haut. Häufig gibt es Menschen, die sagen, ja, aber warum denn? Mit dem basischen Baden wird doch der Säureschutzmantel kaputt gemacht. Wir haben ja auf der Haut einen Wasserfettfilm, der besteht aus Schweißbestandteilen, Talg und Wasser. Und den bezeichnen Fachleute als Säureschutzmantel, weil er halt aufgrund des Schweißes sauer ist. Und dieser Film, der sorgt für Geschmeidigkeit und schützt uns natürlich vor schädlichen Einflüssen, ob jetzt Umwelteinflüsse oder aber auch mechanische Einflüsse, wie auch immer, dieser Schutzmantel schützt. Und wenn man sich jetzt anschaut, was beim basischen Baden passiert, wird klar, dass dieser Schutzmantel nicht gestört oder nicht beschädigt wird, sondern er wird sogar regeneriert und dadurch gestärkt. Denn durch das basische Baden sorge ich dafür, dass gelöste Säuren aus dem Körperinneren heraustreten. Die äußeren Säuren, also dieser Säureschutzmantel, wird in der Tat abgetragen, aber es treten neue Säuren nach. Und das, ja, bildet einen neuen Säureschutzmantel und alles das, was neu ist oder neu wird, ist dann auch stärker. Das heißt, ich sorge also mit den basischen Bädern für die Bildung eines neuen Säureschutzmantels, der sogar noch stärker und stabiler ist. Und das sorgt dann auch letztendlich dafür, dass die Haut geschmeidig wird. Das ist quasi wie eine Rückfettung für die Haut und das sorgt auch dafür, dass weniger Faltenbildung da ist. Und ganz besonders schön ist das auch zu sehen, also diese Anregung der Rückfettung der Haut, das können wir ganz besonders bei Haut mit Ekzemen, das habe ich gerade schon angesprochen, also im therapeutischen Bereich beobachten, vor allen Dingen auch bei stark juckender Haut. Es ist so, wenn ich in basischen Bädern bade oder basische Hautanwendungen praktiziere, dann werden alte Hautschuppen abgetragen. Und das habe ich ja bei trockener, juckender Haut, habe ich ja sehr viele Hautschuppen. Und die werden abgetragen durch das Bad. Und zusätzlich werden diese Hautstellen desinfiziert, was ja auch von Vorteil ist. Und halt diese Rückfettung wird aktiviert, weshalb die Haut wieder an den empfindlichen Stellen geschmeidiger wird. Man muss natürlich dazu sagen, dass derjenige, der ja offene Hautstellen hat oder empfindliche Hautstellen, beim ersten Kontakt mit basischen Bädern durchaus auch einen starken Reiz, leichten Stich oder Schmerz empfindet. Das ist Fakt, ist ja klar, weil wie gesagt, es ist ja ein hoher basischer pH-Wert, es wirkt desinfizierend. Das merkt man im ersten Moment, aber das Gefühl verschwindet ganz schnell und nach der Anwendung hat man zunächst erst eine leicht trockene Haut oder zumindest das Gefühl, aber auch das geht ganz schnell in ein angenehmes, weiches Hautgefühl über, auch bei diesen beschriebenen Hauterkrankungen. Ja, und jetzt gehen wir mal aus diesem therapeutischen Bereich raus und gehen mal eher in den Wellbeing-Bereich. Ich habe es schon angesprochen, ich muss mir für ein basisches Bad, für ein basisches Vollbad, Fußbad, da muss ich mir einfach Zeit nehmen, weil ich muss eine gewisse Zeit, nämlich am besten eine Stunde, das wäre optimal, baden. Das heißt, ich hole mir ein bisschen ja, Wellness nach Hause im stressigen Alltag. Und ich glaube, das ist gerade auch jetzt unter den Umständen, die wir derzeit haben, gar nicht verkehrt, sich bewusst eine Stunde ja, raus aus dem Alltag zu stibitzen, in ein basisches Bad und ein bisschen Wellness machen, am besten mit einem guten Buch, einem Tee dabei. Und das ist, glaube ich, heute auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir haben vor einigen Jahren mal ein schönes Video über die Rhizole Plus gedreht, das bei YouTube zu finden ist. Und der Heimes, Sie versuchen jetzt mal das Ganze zu starten, oder? Wir probieren das mal Wir ganz würden genau. das gerne zeigen, dauert 2 Minuten und dann bekommen Sie noch mal einen Eindruck von dem Produkt. Rhizole Plus ist ein basisches mineralisches Badesalz. Ideal für basische Voll- und Fußbäder, basische Wickel und basische Strümpfe.
Umwelteinflüsse, unausgewogene Ernährung und Stress können Ursachen für ein Übermaß an Säuren im Körper sein. Rhizole Plus kann die natürlichen Ausscheidungen von Säuren über die Haut unterstützen. Rhizole Plus, das ist hochwertiges Steinsalz aus Deutschland, sogenanntes Ursalz. Grüne Mineralerde, ein tonhaltiges Gestein, das durch die Verwitterung vulkanischer Asche entstand, sowie basische Mineralstoffe. Mit 3 Esslöffeln hat Ihr Rhizole Plus Bad einen optimalen pH-Wert von ca. 9. Ein basisches Bad dauert ca. 1 Stunde und sollte nicht zu heiß sein. Genießen Sie die ausscheidende Kraft des basischen Bades. Im basischen Milieu des Badewassers verlassen den Körper Säuren über die Haut. Die Ausscheidung der Säuren wird schnell messbar. Nach einer idealen Badezeit von 1 Stunde im basischen Rhizole-Bad sinkt der pH-Wert deutlich. Zudem können Mineralstoffe aus dem Bad über die Haut aufgenommen werden. Es muss jedoch nicht immer ein Vollbad sein. Fußbäder sind auch sehr effektiv. Über die Fußsohlen scheiden wir besonders gut Säuren aus. Basische Strümpfe und Wickel mit Rhizole Plus sind weitere Anwendungsmöglichkeiten. Nehmen Sie sich Zeit für ein Bad in Rhizole Plus. Basisch baden. Entdecken Sie für sich, wie gut es ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rionex.de. Die Rhizole Plus ist ja das, ich sag mal, ist ja ein kosmetisches Präparat oder Produkt der Rionex Biomedical GmbH. Neben den Nahrungsergänzungsmitteln, die wir im Programm haben, die Rhizole Plus ist ja für uns ein ganz wichtiger Baustein innerhalb der Entsäuerung und natürlich auch des Basenkonzeptes, sowohl in der Supplementierung über Rhizobase und dann natürlich auch im Basenbad. Das Besondere an diesen Produkten ist natürlich, dass wir unsere Biosans-Geräte, das heißt also Medizinprodukte der Klasse 2a, heranziehen, um für diese Nahrungsergänzungsmittel und für das Kosmetikum, also die Rhizole Plus, nicht nur aus stofflicher Sicht eine optimale Kombination zu finden, sondern mit der Biosans nach Paul Schmidt sowohl stofflich als auch feinstofflich eine Kombination zu finden, die optimal für den Körper ist. Sie wissen, wie die Biosans nach Paul Schmidt funktioniert. Wir haben die Möglichkeit, dass wir herausfinden können, wo physiologische Prozesse aus energetischer Sicht gestört sind, wo pathologische Prozesse laufen. Und wenn wir nun in die Entwicklung gehen, und da sind Sie, Frau Hennes, ja eine Expertin, ja, in der Zusammenstellung und in dem Heraustüfteln der Rohstoffkombination, dann nutzen wir die Biosans nach Paul Schmidt, um halt eben nicht nur die stoffliche Kombination zu finden, die optimale, sondern halt eben auch die feinstoffliche. Das bedeutet konkret, dass wir halt eben genau sehen, erstens mal, ist die Lieferung der Rohstoffe in Ordnung? Das ist ja schon eine Prüfung, die stattfindet. Dann ist die Kombination der Rohstoffe, die wir verwenden, in Ordnung. Und ist es dann so, dass jede einzelne Charge, die wir produzieren, dann nochmal im Biosans-Test tatsächlich optimal zum menschlichen Körper abgestimmt. Das ist ja das eigentlich wirklich Besondere der Produkte der Rionex Biomedical GmbH, weil wir natürlich die Möglichkeiten haben, die Biosans nach Paul Schmidt für die Entwicklung heranzuziehen. Und das tun wir natürlich auch. Und deshalb, oh Wunder, wenn Sie die Nahrungsergänzungsmittel halt eben in den Test mit den Biosans-Geräten einbeziehen, funktionieren die halt eben einfach blendend, weil es einfach ein System in sich ist. Es ist halt eben in sich abgestimmt. Ja, und das gilt ganz besonders auch für die Rhizole Plus. Okay. Dann übernehme ich jetzt wieder. Ja. Ja, genau. Sie haben es angesprochen, Herr Heimes. Rhizole Plus ist ja letztendlich ein Kosmetikum.
ist aber Partner unserer Nahrungsergänzungsmittel Rayobase, Rayovita, Rayoflora und Rayopure. Und zusammen bilden sie halt einfach ein ganzheitliches Konzept und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Und zwar geht es in der Summe eigentlich bei allen Sachen um oder bei allen Produkten um den Ausgleich des inneren Milieus. Ja, im Prinzip um den Körper-pH-Wert. Es geht um die Ausscheidung von Schadstoffen. Also wir sprechen mit unseren Produkten Entgiftung an. Da ist natürlich in erster Linie Rayopure zu erwähnen. Es geht aber auch um das Binden von Säuren. Und das haben wir heute schon hier gehört. Da ist natürlich die Rayosole Plus ein großer Faktor, aber auch die Rayobase und die Rayovita. Und es geht um die Stabilisierung der Darmmikrobiota, um Symbioselenkung. Denn wenn die Darmmikrobiota ja gekippt ist, also in Dysbalance, man spricht ja auch von einer Dysbiose, dann entstehen auch Stoffe im Körper, die zu einem Ungleichgewicht führen und das innere Milieu kippen. Und deswegen war uns das auch immer wichtig, diese Säule der Darmmikrobiota mit zu berücksichtigen. Ich möchte jetzt noch mal eben kurz, weil mit der Rayosole Plus der Säure-Basen-Haushalt einfach direkt angesprochen wird, zwei Folien dazu einblenden. Und zwar habe ich hier einfach mal die pH-Werte unserer Organe und Körperflüssigkeiten aufgelistet. Denn darum geht es ja, wenn ich über Säure-Basen-Haushalt, Körpermilieu spreche, dann geht es ja darum, was habe ich für einen pH-Wert? Und Sie sehen, dass jedes Organ, jede Körperflüssigkeit einen sich eigenen optimalen pH-Wert hat. Und der kann basisch sein, der kann aber auch sauer sein. Wobei man sieht, viele Bereiche in unserem Körper lieben den basischen pH-Wert. Aber letztendlich geht es darum, dass das Verhältnis zwischen Säuren und Basen ausgeglichen ist, um dann letztendlich diese organspezifischen pH-Werte auch einstellen zu können und halten zu können. Und auch wenn die unterschiedlich sind, stimmt die Basis, dann stellt sich jeder pH-Wert individuell optimal ein. Ja, und bei den meisten Menschen ist es halt nicht der Fall, dass das Verhältnis zwischen Säuren und Basen ausgeglichen ist. Im Gegenteil, bei den meisten Menschen überwiegen die Säuren. Die Ursachen dafür sind Ihnen sicherlich bekannt. Die Ernährung, der Stress, die Umweltfaktoren, Medikamente, das wissen Sie sicherlich. Letztendlich ist aber die Problematik, die dahinter steckt, dass unsere Hauptakteure des Stoffwechsels oder überhaupt die Hauptakteure bei uns im Körper, die Enzyme, die Hormone und natürlich die Zelle an sich, nicht mehr optimal funktionieren, wenn das Körpermilieu nicht stimmt. Und letztendlich kommt es dann im Falle einer Übersäuerung zunächst zu einem Mineralstoffmangel, weil der Körper natürlich, er versucht, alle Mineralstoffreserven aufzubrauchen, wenn zu viele Säuren da sind, weil die Säuren holen sich die Basen aus jeder Ecke. Und so kommt es zu einem Mineralstoffmangel und letztendlich dadurch zu einem Energiemangel. Und das ist dann die Basis für die Entstehung von Erkrankungen. Also sprich, letztendlich bekommt das Energiewerk in der Zelle, die Mitochondrien, können ihre Arbeit nicht mehr optimal erfüllen und in Folge entstehen dann halt Erkrankungen. Und was wir vor vielen Jahren mit der Bioresonanz feststellen konnten, ist, dass Menschen, die ein Missverhältnis zwischen Säuren und Basen haben, also eine Tendenz in Richtung Übersäuerung, massive energetische Defizite aufweisen. Und mit entsprechenden Entsäuerungsmaßnahmen wurde sogar beobachtet, dass die Bioresonanztherapie einfach erfolgreicher verläuft, schneller greift letztendlich auch. Und das war auch damals der Anlass für die Rayonex, ein Basenprodukt auf den Markt zu bringen. Und so hat mit Rayobase alles angefangen, würde ich so sagen, Herr Heimes. Ne? Genau so ist es. Ja, genau. Also, wir sehen ja in der Summe, Frau Hennes, dass gerade der ursachenorientierte Ansatz, den wir mit der Biosanstherapie mit pflegen, das heißt die Einbeziehung aller äußeren Einflüsse, wenn wir die erstmal in den Griff bekommen, bekommt oft der Körper so viel Regulationsfreiheit, dass oft eine Therapie gar nicht mehr notwendig ist. Also wenn es halt nicht wirklich sehr massiv und sehr manifestiert ist, aber gibt man ihm Regulationsfreiheit und dazu ist natürlich gerade das Thema
des Säurebasenhaushalts ganz wichtig ist und natürlich auch der ja, damit verbundenen Ribosole. Ja, genau. Okay, und genau da schauen wir jetzt nochmal genauer hin, nämlich die Zusammensetzung. Einfach nochmal beschreibend, Ribosole wirkt oder ja, Ribosole ist entschlackend, revitalisierend und hautpflegend. Das ist mittlerweile im Laufe des Webinars, denke ich, klar geworden. Ribosole ist energetisch durchdacht, es ist aber auch ökologisch durchdacht. Das heißt, wir haben bei der Entwicklung der Ribosole natürlich auch auf die ökologische Seite geachtet. Da kommt man heute nicht mehr drum rum. Wir schauen, wo die Rohstoffe herkommen. Wir überlegen uns das gut, welches Verpackungsmaterial wir nehmen. Wobei wir da leider sehr schwierige Stoffe teilweise auch haben, die ein gewisses Verpackungsmaterial brauchen. Aber wir versuchen es immer so minimal wie möglich zu halten. Und ich möchte jetzt mit Ihnen die besonderen Rohstoffe der Ribosole anschauen. Die Ribosole hatte von der Zeit her eine sehr, sehr intensive Entwicklungsphase, vor allen Dingen sehr, sehr viele Messungen mit der Bioresonanz. Und die Basis des Produktes ist ein Salz. Und das wissen Sie, basische Bäder enthalten immer als Basis Salze. Aber da kann man, da gibt es ganz schön viele Unterschiede. Und wir haben damals bei den Testungen festgestellt, dass ein Steinsalz optimal ist, weil es die Elemente des Urmeeres enthält und auch die Sonnenenergie gespeichert hat. Und ein Steinsalz wird auch häufig als Ursalz bezeichnet, weil es unverändert ist. Also da passiert nichts dran, es wird nicht manipuliert, es wird natürlich abgebaut, aber es wird nicht raffiniert und vor allen Dingen, es wird nichts isoliert. Also sprich, es ist in seinem ganzen Zustand so, wie es entstanden ist und da wird nichts genommen und nicht zugegeben und hat eine unheimlich hohe Energetik dadurch. Und das Steinsalz kommt auch aus Deutschland. Also wir müssen nicht irgendwo in Richtung Himalaya oder so gehen, um Steinsalze zu bekommen, sondern die haben wir auch hier. Und das Steinsalz, was wir verwenden, kommt sogar hier aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben keine langen Transportwege. Ja, und ein Highlight der Ribosole Plus, das ist letztendlich auch so ein bisschen der Farbgeber des Produktes, das ist die grüne Mineralerde. Und da steckt es schon im Namen, Mineralerde, da steckt unheimlich viel Mineralstoffpower drin und somit Basenpower. Grüne Mineralerde ist letztendlich ein tonhaltiges Gestein, das durch Verwitterung vulkanischer Asche entstanden ist. Und ich glaube, wenn man sich das mal nochmal richtig verdeutlicht, das ist ein Prozess, der dauert und da steckt unheimlich viel Energie drin, weshalb halt auch die Bioresonanzmessungen so super abgeschnitten haben damals. Das ist einmal dieser energetische Aspekt und dann, wie gesagt, der hohe Gehalt an Calcium, Kalium, Magnesium und Natrium. Und was die Mineralerde auch noch auszeichnet, ist ihr natürlicher Gehalt an Kieselerde. Und Kieselerde ist ein ganz wichtiger Stoff für den Säurebasenhaushalt, weil Kieselerde ein ganz wichtiger Bestandteil des Bindegewebes ist. Und im Bindegewebe spielt sich die Übersäuerung ab. Und Kieselerde stützt und stärkt das Bindegewebe. Und diese grüne Mineralerde alleine schon, wenn man sie isoliert anwenden würde, entwickelt ein ganz, ganz tolles, samtweiches Hautgefühl und unterstützt somit die Rückfettung der Haut. Nicht nur die Salze sorgen für Rückfettung der Haut, auch die basische Mineralerde. Ja, und jetzt ist es leider so, dass Mineralerde und Salz zusammen alleine noch nicht den pH-Wert erzielen, den wir für ein basisches Bad brauchen. Denn man sagt, ein basisches Bad funktioniert nur dann optimal, wenn der pH-Wert mindestens 8 ist. Und wir sagen sogar, wir möchten aber gerne einen pH-Wert von 9 haben, damit das Prinzip der Baseosmose, das beschreibe ich später noch, auch tatsächlich funktioniert. Und deswegen haben wir in erster Linie Natriumverbindungen auch zugefügt, um den pH-Wert zu pushen. Wir haben aber auch Magnesium zugefügt, was auch den pH-Wert pusht, was aber den Zusatzeffekt hat, dass es unheimlich muskelentspannt ist. Und ja, was will man mehr, wenn man ein basisches Bad hat und zudem auch noch einen entspannenden Einfluss auf die Muskulatur? Und wir haben auch noch extra einen weiteren Teil Kieselerde zugefügt, weil halt diese Kieselerde
ja, so wichtig für dieses Thema Säure-Basen-Haushalt ist und weil sie energetisch einfach das Produkt nochmal um ein Vielfaches auch aufgewertet hat. Ja, und wie angekündigt, komme ich jetzt zu dem Part, mal kurz zu erklären, was da passiert, nämlich die Badeosmose. Das ist ein physikalisches Prinzip. Sie müssen die Haut in diesem Falle als eine halbdurchlässige oder eine durchlässige Membran ansehen. Und die trennt während dieses Bades unsere Körperflüssigkeit und das basische Badewasser. Und dadurch entsteht ein Druck. Und durch diesen Druck ist also ein Konzentrationsausgleich angestrebt. Und daher wandern gelöste Säuren über das Unterhautfettgewebe in Richtung Haut und ins Badewasser. Man spricht auch von Diffundieren, aber das ist letztendlich dieses einfache Prinzip, was hinter einem basischen Bad versteckt ist. Ja, und damit sind Sie dran, Herr Heimes, und berichten von der praktischen Beobachtung. Ja, natürlich. Oder von dem Experiment. Ja, genau. Das ist natürlich auch was für den Ingenieur hier. Ja, ganz klar. Aber es ist schon einfach faszinierend zu sehen, wie die Rhizole wirkt. Und wir wollen ja nicht nur uns auf die Messungen mit der Biosans nach Paul-Schmidt verlassen, sondern wir wollen ja auch sehen, tatsächlich, dass wir hier eine Entsäuerungsleistung erzielen. Und das kann man wirklich hinbekommen, indem man sagt, wir füllen eine Badewanne voll mit nicht zu warmem Wasser, das haben Sie ja schon gesagt, also nicht zu heißem Wasser, und bringen dann den pH-Wert des Badewassers auf einen Wert optimal sogar bei 9. Wir haben jetzt hier bei 8,9 gestartet, also nahe 9. Und haben also jetzt einfach so viel Rhizole Plus in das Badewasser hineingerührt und dann mit einem pH-Meter bzw. mit einem Lackmusstreifen dann den pH-Wert des Wassers bestimmt. Und der war dann am Anfang bei 8,9. So, dann ist der Badevorgang losgegangen und man hat dann einfach alle 10 Minuten den pH-Wert des Badewassers neu bestimmt. Und ich finde das absolut unglaublich, wie stark sich der pH-Wert des Badewassers absenkte während des Bades. Man sieht das hier schön in der Kurve. Nach 10 Minuten hatten wir dann nur noch einen pH-Wert von 8,7 im Badewasser. Danach dann irgendwo so bei 8,65 oder so. Danach war schon unter 8,6 und zum Schluss irgendwo knapp über 8,5. Und jeder, der den pH-Wert kennt, der weiß, dass diese Skala logarithmisch ist und einem 10er-Logarithmus unterliegt. Das heißt also, das ist ein kleiner Sprung im pH-Wert, ist sofort eine Verdopplung des gesamten Messwertes und oder der Inhaltsstoffe. Und deshalb muss man sich wirklich mal verinnerlichen. Man legt sich in eine Badewanne hinein mit pH 8,9. Das sind ja dann, ich sag mal so, 120 Liter Wasser, ja, sage ich mal so. Und nach dem Baden hat sich der pH-Wert um fast 0,4 reduziert. Das ist natürlich unglaublich und es zeigt einfach diese Wirkung dieser semipermeablen Membranhaut, ja, wo halt eben genau diese Säureanteile über die Haut dann ins Badewasser hineingehen und diesen dementsprechend dann auch reduzieren, weil halt eben genau dieser Ausgleich da ist, ja, und die Entsäuerung stattfindet. Ich bekomme hier gerade auch eine Nachfrage, wie kann das sein, dass das nach 10 Minuten so abgefallen ist? Also der größte Abfall ist immer am Anfang und schwächt sie dann hinterher ab, ist so fast so ein bisschen auch logarithmisch im Abfall. Heißt aber, dass es sich durchaus lohnt, auch länger zu baden. Ja, das, was Sie empfohlen haben, Freunde, das zeigt sich hier auch in der Grafik. Denn man senkt immer noch auch in den Minuten von 50 bis 60 den pH-Wert im Badewasser ab, was bedeutet, dass wir immer noch einen Ausgleich und auch eine, ich sage mal, eine Entsäuerung haben. Ja, finde ich also absolut klasse. Ja. Also die Dauer ist schon wichtig, es darf tatsächlich nicht zu kurz sein.
Und je mehr gelöste Säuren da sind, desto mehr geht auch raus. Da sage ich jetzt noch was zu diesem Begriff gelöste Säuren. Wenn ich wieder übernehmen darf, Herr Heimes, darf ich? Ja, ich glaube, wir haben ja die Hälfte des Webinars schon überschritten. Ich genau. mache es mal eben schnell so, dass wir die aktuell angelaufenen Fragen mal eben aufgreifen und hier mal eben darauf eingehen, okay? Ja. Also, wie kann das sein, dass nach 10 Minuten der pH-Wert sinkt, wenn die OS-145... Okay, also wie gesagt, das sind die Messwerte, die wir hier haben. Ich kann jeden nur einladen, das mal selber zu tun und auch den pH-Wert dann zu bestimmen. War ich jetzt eben schon drauf eingegangen. Jetzt war die Frage noch, was erreiche ich bei einem Fußbad? Möchten Sie es beantworten? Also es ist so, wir haben da jetzt Messwerte wie jetzt hier, haben wir jetzt gerade nicht parat, aber es ist so, dass ein Fußbad wirklich eine geeignete Ersatzmethode ist, alleine schon, wenn die Tatsache besteht, dass keine Badewanne vorhanden ist. Und die Füße werden seit jeher in der Naturheilkunde als zweite Niere bezeichnet. Und von daher, ja, wir wissen, dass wir über die Fußsohlen sehr viel ausscheiden. Denken wir mal alle an Schweißfüße, die nicht so gut riechen. Also da geht einiges raus. Und von daher, ja, also im Fußbad ist unheimlich effektiv. Wenn eine Badewanne vorhanden ist, würde ich zwar immer auch für ein Vollbad in der Woche plädieren, aber alleine auch, um sich diese Ruhe zu gönnen. Aber auch Fußbäder sind unheimlich effektiv. Also wie viele Erfahrungsberichte wir bekommen haben, insbesondere von Menschen, die im Berufsleben geschlossene Schuhe tragen müssen mit Stahlkappen und so weiter, was dann hinterher wirklich nicht so besonders toll ist, wenn man dann die Schuhe auszieht. Ja? Mhm. Und dass die also gerade mit diesen Fußbädern unglaublich gut hinkommen und wirklich diese von Ihnen auch schon beschriebenen Schweißfüße nicht verloren haben, also wirklich dann in den Griff bekommen haben. Ja, und auch die Rückmeldung bei den Bioresonanztherapien, wenn die basischen Fußbäder eingebunden werden, die sind total positiv. Ne? Also sobald basische Fußbäder praktiziert werden, wird die Bioresonanz als noch wirkungsvoller empfunden und vor allen Dingen, je nachdem, was ich für Therapien mache, wenn es wirklich ausleitende und entgiftende Therapien sind, werden auch die Nebenwirkungen abgedämpft. Ne? Also die Leute fühlen sich einfach besser und wohler. Eine weitere Frage war noch gewesen, wie oft man so ein Vollbad oder ein Fußbad sogar in der Woche machen sollte. Ich glaube, jetzt müssen wir mal ein Veto einlegen. Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt vielleicht doch weiter, weil diese vielen praktischen Fragen, die kommen ja jetzt noch in den nächsten Folien. Okay, aber dann gehen wir trotzdem eben auf die Frage ein, dann ist es wenigstens abgeklärt. Genau, also ich meine, jeder Organismus ist individuell. Wir können auf Papier natürlich auch nur Empfehlungen geben, aber wir empfehlen ein Vollbad in der Woche oder alle 2-3 Tage ein Fußbad alternativ. Also das sind die Basisempfehlungen, die wir geben, wo natürlich auch erfahrene basische Badanwender sich ihre eigenen Konzepte bilden können, behaupte ich. Hm. Also es ist letztendlich auch nicht gefährlich. Natürlich, genau. Okay. Also wir kommen jetzt nämlich in die Praxis rein, wo die Fragen jetzt gerade schon hingingen. Und deswegen mache ich erstmal die basischen Baderegeln. Es gibt ja bei uns im Leben immer Regeln für vieles. Und unsere Kollegin, die Frau Bunkenburg, ich fand halt diesen Begriff basische Baderegeln so toll, dass es da auch Regeln gibt. Letztendlich sind es natürlich keine Regeln, sondern es sind Empfehlungen, die ein basisches Bad einfach optimal verlaufen lassen und mit größtem Nutzen. Und deswegen sollte man nicht zu heiß baden. Also man sagt so um die 38 bis 39 Grad. Letztendlich muss es für Sie aber angenehm sein. Nur ein Tipp, nicht zu heiß, weil wenn Sie zu heiß baden, halten Sie einfach die Zeit von einer Stunde überhaupt nicht. Das erreichen Sie nicht, das schaffen Sie nicht, weil Ihr Kreislauf in die Knie geht. Und deswegen nicht zu heiß. Man kann lieber immer mal wieder Wasser nachlaufen lassen, aber von Beginn an nicht zu heiß. Ganz wichtig, keine anderen Badezusätze zufügen. Die reduzieren den pH-Wert und das ganze Prinzip der Osmose funktioniert nicht mehr. Wer es noch nicht kennt, gewöhnt sich langsam mit 45 Minuten bis hin zu einer Stunde. Und es gibt so richtige basische Badefreaks, sag ich immer. Die baden 2 bis 3 Stunden und länger.
kann ich mir nicht vorstellen, gestehe ich. Da werde ich dann doch unruhig in der Badewanne. Aber ich habe da mal mit jemandem drüber geredet, über so richtig exzessive basische Bäder. Wird gemacht. Ne? Also muss man selber schauen, wohin der Weg geht. Alle 5 bis 10 Minuten die Haut mit einem Massageschwamm oder Massagebürste abreiben. Warum? Weil ich habe am Körper bestimmte Stellen, wo besonders viele Säuren austreten. Das wissen Sie auch. Das sind zum Beispiel die Achselhöhlen. Ne? Da bildet sich besonders viel Schweiß. Das heißt, ich habe da Hautstellen, wo viel ausgeschieden wird. Das sind aber auch die Handinnenflächen, weshalb auch die Hände im Badewasser liegen sollten. Das sind auch die Armbeugen, das sind die Kniebeugen, das ist der Vaginalbereich, also ganz viele Bereiche, wo extrem viel Ausscheidung passiert. Und in die Richtung sollten wir massieren, um diese Ausscheidung noch zu fördern und vor allen Dingen, um die Durchblutung zu fördern. Und wenn ich Durchblutung fördere, rege ich diese Ausscheidung nochmal massiv an. Hin und wieder den pH-Wert zwischendurch messen und gucken, ob man was nachgeben muss. Das kann man durchaus tun, wenn der pH-Wert sehr stark gesunken ist und man sehr viel Wasser zugefügt hat während des Bades, Rhaiosole Plus nachgeben. Und ganz wichtig, nach dem Bad die Haut nur leicht abtupfen, nicht abrubbeln und vor allen Dingen nicht eincremen. Also sobald Sie Cremes oder Lotions verwenden, unterbrechen Sie diese Anregung der Rückfettung der Haut. Und genau das wollen wir ja. Und das würden Sie damit, diesen Effekt würden Sie damit zunichte machen. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Tipp. Das merken Sie aber auch. Während eines basischen Bades bekommen Sie Durst. Und den sollten Sie löschen. Und zwar am besten mit basischen Mineralstoffpräparaten wie die Rhaiobase oder aber auch mit basischen Tees. Weil über die Haut werden ja nur, wie bereits angesprochen, die gelösten Säuren ausgeschieden. Die Säuren, die fest im Bindegewebe sitzen, die gehen über das Bad noch nicht raus. Und die muss ich erst lösen mit basischen Mineralstoffpräparaten wie Rhaiobase oder halt mit basenreichen Tees. Mhm. Und da empfehle ich einfach gute Kräutertees. Mhm. Genau, hier haben wir das nochmal mit den Orten der Säureausscheidung, also Achselhöhle. Darf ich kurz eben unterbrechen? Ja, klar, gerne. Und zwar haben wir noch eine Frage. Mhm. Und die Frage ging dahin, ob man sich nach dem Bad nicht noch kurz abspülen sollte mit Wasser. Nee, würde ich nicht, weil ich würde dieses basische Wasser auf der Haut trocknen lassen, um noch den letzten Effekt rauszuziehen, die letzten gelösten Säuren und die Rückbildung des Säureschutzmantels halt voll auszunutzen. Ne? Von daher empfehlen wir und die Kenner der basischen Bäder sagen, nicht abspülen. Okay, ja? Die Antwort. Okay, diese Folie kann ich überspringen, weil da geht es um das Massieren. Das habe ich Ihnen beschrieben. Also somit geht es weiter. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Dosierungen. Wir haben bei der Entwicklung natürlich viele verschiedene Wässer getestet. Ich habe mir von allen Kollegen, die aus anderen Orten kommen als aus Lennestadt, Wasser mitbringen lassen mit verschiedenen pH-Werten, um herauszufinden, wie viel brauche ich denn jetzt von der Rhaiosole. Kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil jede Region oder jeder Ort hat einen anderen Wasser-pH-Wert, je nach Wasserversorgung. Aber wir liegen ganz gut mit 3 gehäuften Esslöffeln pro Vollbad. Bei der Basis, bei dem Produkt Rhaiosole Plus 1 Kilo, das ist so die Standardgröße, die bestellt wird, liegen auch immer pH-Teststreifen bei, sodass Sie gerade bei der erstmaligen Anwendung wirklich testen können, wie viel brauche ich. Also Sie geben Rhaiosole Plus ins Bad, Sie lassen Wasser in die Badewanne, geben Rhaiosole Plus hinein, 3 gehäufte Esslöffel, messen den pH-Wert. Wenn es nicht reicht, müssen Sie noch etwas zugeben, weil Sie sollten mit 9 starten mit einem pH-Wert von 9. Und bei dieser 1-Kilo-Dose liegen Teststreifen dabei. Und wenn Sie es einmal gemacht haben, dann wissen Sie, wie viel Sie für Ihr Wasser brauchen. Ich habe schon angedeutet, in Vollbädern wird das Herz-Kreislauf-System natürlich ein bisschen angekurbelt. Und wer weiß, dass er da eine Schwäche hat, sollte dann anstatt Vollbäder lieber Fußbäder machen oder Wickel oder Strümpfe. Wie die funktionieren, das gebe ich jetzt gleich noch kurz bekannt. Und passen Sie bitte auf, mit Ihrer Badewanne, je nachdem, was Sie für eine Badewanne haben, spülen Sie die Badewanne erst richtig kräftig mit Wasser aus, bevor Sie da mit Putzzeug oder Putzlappen dran gehen. Das Grobe muss erstmal mit Wasser abgespült werden, weil es sind Salze und genau, den Hinweis möchte ich auf jeden Fall mitgeben. Ja, ich habe noch eine, glaube ich, ganz wichtige Frage, die hier aufgetreten ist. Jetzt muss ich noch mal eben schauen, wo sie war. War sie im Chat?
Habe im basischen Badbuch gelesen, dass man den Vaginalbereich schützen sollte. Jetzt sagen Sie, dass man dort mit abreiben soll. Bitte noch ein paar Worte dazu, danke. Oh ja, gerne. Also, ganz wichtig, Sie sollen nicht den Vaginalbereich abreiben, um Gottes Willen. Das wäre vielleicht doch ein bisschen viel, dann ist das falsch rübergekommen, sondern man massiert in Richtung dieser Ausscheidungsstellen. Das heißt, Sie würden quasi so ab Brustkorbhöhe, würden Sie die Massage Richtung Unterleib durchführen und dann aber dort auch stoppen. Also bitte nicht den Vaginalbereich mitmassieren. Die Hautstellen, das sind Schleimhäute, die zu empfindlich sind. Aber das basische Bad macht diesen Schleimhäuten an sich gar nichts. Im Gegenteil. Also der saure Bereich, der sich dort einstellen muss, stellt sich auch ganz schnell wieder ein, genau wie der saure Schutzmantel auf unserer Haut. Ne? Also bitte nur nicht dort massieren. Das ist dann, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ne? Also, ja, nochmal wichtig klarstellen, deshalb ist es immer toll, direkt auch den solche Sachen sofort klarzustellen. Perfekt. Super, ja, perfekt. Ne? Ja, Fußbad, wie viel brauchen Sie da? Also wir haben ja gesagt, 2 bis 3 Fußbäder pro Woche wären schön, wenn man keine Vollbäder macht. Man kann natürlich auch zusätzlich zu den Vollbädern Fußbäder machen, da spricht gar nichts gegen. Sie suchen sich ein geeignetes Gefäß, gerne eins, wo das Wasser auch ein bisschen höher gefüllt werden kann, dass die Knöchel auf jeden Fall mit im Wasser sind und auch ein Teil der Waden. Also da gibt es ganz tolle Gefäße auch. Da geben Sie das Wasser hinein und Temperatur ist identisch, die Regel. Und die Erfahrung zeigt, dass eingehäufter Teelöffel Rhaiosole Plus meist reicht. Aber auch hier beim erstmaligen Gebrauch den pH-Wert einfach mal messen nach Zugabe der Rhaiosole Plus. Ja, und dann gibt es so Sachen, die das basische oder die basische Hautpflege ein bisschen einfacher gestalten, die zwar die Bäder nicht ersetzen, aber die wunderbar mit aktiv in das ganze Geschehen eingreifen. Und das sind Wickel und Strümpfe. Und für Wickel und Strümpfe machen Sie sich auch einfach eine Sohle fertig. Das heißt, Sie nehmen sich ein Gefäß, geben 1 Liter Wasser rein, warmes, und einen gehäuften Teelöffel Rhaiosole und weichen dann für einen Wickel ein Baumwolltuch oder für Strümpfe Baumwollkniestrümpfe ein. Und die bringen Sie aus, ziehen sich die an, die Kniestrümpfe. Ich ziehe dann noch ein trockenes Paar Kniestrümpfe drüber. Alles aus Baumwolle und richtig schöne Strümpfe, die auch wirklich hoch bis über die Knie am besten gehen. Und dann legen Sie Ihre Beine hoch und legen sich noch ein Handtuch drunter und lassen sich es dann einfach gut gehen. Also das ist gerade diese basischen Strümpfe, die haben unheimlich entlastende Wirkung auch für Leute, die viel stehen oder die generell Probleme mit den Waden auch haben, kann ich nur empfehlen. Und man kann statt Strümpfe halt auch Baumwollhandtücher nehmen, die man um die Waden wickelt oder auch um andere Stellen. Man kann diese Baumwolltücher auch auf die Leber legen und einen Leberwickel machen. Noch ein Kirschkernkissen da drauf. Allerdings beim Leberwickel sollte man nicht mehr als 20 bis 30 Minuten das Ganze praktizieren. Also die anderen Hautanwendungen, auch die Strümpfe, die dürfen länger sein, mindestens 1 Stunde, gerne auch länger, aber die Leberwickel 20 bis 30 Minuten. Ja, und dann gibt es noch was schön Einfaches für den Alltag, das sind Waschungen oder auch Deodorants basische. Das heißt, Sie bereiten sich eine Lauge zu aus Rhaiosole Plus und Wasser und füllen die in ein schönes Gefäß mit einer guten Öffnung und dieses Gefäß stellen Sie sich ins Badezimmer und benutzen es täglich, indem Sie wirklich einen Waschlappen nehmen oder ein Baumwolltuch und Ihre Haut damit eintupfen. Ne? Und auch das kann man wirklich als Deo praktizieren, indem man halt mit diesen basischen Tüchern, mit dieser Lauge die Achseln eintupft. Also das ist möglich. Es ist allerdings erstmal ein Gewöhnungsprozess, aber der Körper, der switcht um. Und auf Dauer reicht das dann. Ich wollte noch mal eben kurz hier einhaken. Die Frage war noch gewesen, warum denn bei einem Leberwickel die Anwendungszeit kürzer ist als bei den anderen Anwendungen? Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch in dem Sinne kein Therapeut. Man hat mir das so gesagt, bitte bei Leberwickeln nicht mehr als 20 bis 30 Minuten. Also ich weiß nur, man soll halt ein Kirschkernkissen drauf tun und nicht mehr Wärme, also zu warm ist nicht gut. Aber im Moment fällt mir da jetzt auch keine direkte Erklärung zu ein. Ich weiß nicht, ob man damit die Leber zu sehr strapaziert. Mhm. Also ich weiß nicht, haben Sie eine Erklärung, Geheimnis, oder? Ich überlege jetzt auch gerade, ich meine, im Endeffekt ist es ja so,
Man trägt ja Wissen auch in der Tat weiter, dass, genau. dass man sich durch vieles Lesen halt eben auch aneignet und durch Gespräche mit den Therapeuten und so weiter, mit den Anwendern. Ich selber bin ja, wenn ich im Rhizole plus Bad liege, dann ist ja meine Haut auch im Leberbereich halt eben natürlich auch mit dem Wasser in Kontakt. Ich denke mal, das ist natürlich intensiver, wenn es mit dem Pickel ist. Also, wie gesagt, ich habe dafür jetzt auch keine weitere Erklärung, denn selber im Basenbad liegt man ja auch bis zu einer Stunde oder über. Genau, ne? Also da muss ich auch gestehen, die Informationen habe ich auch von Therapeuten übernommen, die gilt aber auch generell für Leberwickel. Man kann ja auch andere Leberwickel machen, ne? Mit Pflanzenextrakten. Ne? Sie, Freunde, ist das ein interaktives Webinar. Und, vielleicht kommt gleich noch eine Antwort darauf, Herr Heinz. Ja, aber die Fragen sind auch deshalb gut, weil wir ja auch dadurch mal noch eine Response bekommen und einfach uns natürlich dann auch mal wieder dran adaptieren. Also glauben Sie mir, ich bin mir sicher, Sie werden das morgen garantiert recherchieren. Ganz, wir schauen mal, vielleicht kommt jetzt noch was, ansonsten lesen wir morgen nochmal nach. Okay. Okay, ja, Peeling, also das ist auch eine schöne Sache. Die Rhizole Plus hat ja eine leicht grobe Struktur und daraus kann man sich wunderbar Peelings machen, auf die Haut auftragen und sanft einmassieren. Aber hier bitte halt schauen, dass Sie ganz individuell zu Ihrem Hauttyp angepasst sanft massieren, nicht zu lange, nicht zu stark. Peeling haben halt einen unheimlich anregenden, die Durchblutung anregenden Charakter und rubbeln natürlich auch vieles von der Haut runter an Schuppenpartikelchen und wie auch immer. Es ist wunderbar, wenn man das regelmäßig macht, aber fangen Sie auf jeden Fall langsam an. Also das muss man bei Peelings ja generell sagen. Ne? So, und jetzt habe ich zwei Folien noch mit Partnern der Rhizole, also mit besonders wichtigen Partnern der Rhizole. Und das haben wir schon angesprochen, das ist auf jeden Fall die Rhizobase. Also Rhizobase und Rhizole waren immer die Partner. Das waren auch die beiden Dinge, die mit quasi zuerst existierten. Damals hieß die Rhizole noch nicht Rhizole Plus, sondern Rhizole. Ne? Wir haben die in der Laufe der Zeit ja mal ein bisschen verändert. Optimiert, sage ich jetzt mal, wesentlich optimiert. Aber Rhizobase sorgt ja letztendlich mit den vielen Mineralstoffen, die sie enthält, es ist ja ein reines Mineralstoffpräparat, für das Lösen und Binden von Säuren im Bindegewebe. Das heißt, sie sorgt dafür, dass Säuren, die abgelagert sind, frei werden. Und diesen Prozess brauche ich ja, um dann über die Haut die Säuren wieder auszuscheiden bei den basischen Bädern. Und deswegen ideale Partner. Also ich muss noch kurz darauf eingehen. Die Rhizobase ist ja nun mal wirklich total Besonderes. Ja. Sie ist ja deshalb schon so besonders, weil sie ja durch diese energetische Entwicklung, die sie ja durchschritten hat, ja sogar je nach Stoffwechsellage unterschiedlich schmeckt. Ist ja total interessant. Das ist ja ein Erlebnis, das einfach mal auszuprobieren. Und es ist schon super interessant, weil wir jetzt eben über den pH-Wert gesprochen haben und um die Anpassung. Rhizobase ist ja in der Entwicklung langsam auch an diesen pH-Wert herangeführt worden. Und wir haben einfach gesehen, dass der pH-Wert von 9,3, den die Rhizobase ja eingerührt in Wasser trinkfähig hat, den besten energetischen Wert ja auch hatte, um zum Beispiel im physiologischen Test mit der Biosans nach Paul-Schmidt erkennen zu können, dass es jetzt optimal ist, gerade basophile Organe halt eben mit zu unterstützen. Das ist also hochinteressant und da sieht man mal, dass man, dass die Biosans nach Paul-Schmidt halt eben auch eine Entwicklungsplattform ist für wirklich energetisch optimierte und stofflich optimierte Präparate. Also das sieht man wunderbar daran, ne? Also dieser Entwicklungsprozess und vor allen Dingen, dass man sich Gedanken macht bei der Rhizonex, was muss ich wirklich abdecken, um diesen Prozess der Entsäuerung auch komplett zu Ende zu bringen, von Anfang bis Ende. Ich muss erstmal Säuren, die abgelagert sind, lösen mit Rhizobase, um die überhaupt über die Haut dann in Form von basischen Bädern auch ausscheiden zu können. Mhm. Ne? Also von vorne bis hinten quasi. Ja, und dann ein weiteres Produkt, wo die Rhizole Plus einfach ein idealer Partner ist. Das ist die Rhizopure.
Das war ja das letzte Webinar, was wir gemeinsam hatten. Ja. Und RyoPure dient ja, für, ja zur Optimierung der Ausscheidung von Schadstoffen, was als Entgiftung ja beschrieben wird. Und in erster Linie geht es hier ja auch um die, um die Bindung und Ausscheidung von Schwermetallen. Jetzt ist es nicht so, dass ich mit einem basischen Bad Schwermetalle ausscheide, aber dieser gesamte Entgiftungsprozess, wo auch das Ausscheiden von Säuren mit zuzählt, wird durch basische Bäder intensiviert, aber auch erleichtert. Also immer dann, wenn jemand sagt, puh, die Entgiftung, die wirkt aber richtig stark. Und ich frage dann, haben Sie denn schon mal basische Bäder dazu gemacht? Und es kommt nein, dann sage ich mal, versuchen Sie das bitte mal. Und dann kommt im zweiten Zug die Rückmeldung, ja, tatsächlich, mit Hilfe der basischen Bäder, und auch da sind es meistens die Fußbäder, läuft dieser Prozess der Ausscheidung von Schadstoffen wesentlich milder ab, ne? Also mit weniger Nebenwirkungen. Und wie gesagt, von der wissenschaftlichen Seite, ich muss auch nochmal sagen, haben wir ja bewiesen, dass RyoPure in der Lage ist, Schwermetalle zu binden. Genau. Das finde ich ja schon, also wenn man Schwermetalle im Körper binden kann, ist es klar, dass der Körper sie leicht ausscheiden kann. Und das ist natürlich großartig, und das ist halt eben ja auch durchs Labor bewiesen worden. Genau, das haben wir beweisen können. Ist immer schön, also für mich selber, Entwickler der Biosans natürlich, ist das schön einfach zu sehen, dass die Dinge, die man mit der Biosans entwickelt hat, hinterher auch tatsächlich wissenschaftlich belegen kann. Das ist einfach immer ein schöner Moment. Auf jeden Fall, genau. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Herzstück der Rayonex, die Bioresonanz. Und zwar die Kombination der Bioresonanz mit der Rayosole Plus oder die Rayosole Plus in Kombination mit der Bioresonanz. Und zwar, wenn ich die beiden Dinge direkt zeitlich zusammen anwende. Ne? Also sprich, während der Bioresonanztherapie im basischen Bad bade oder ein basisches Fußbad anwende, das Ganze optimiert die Bioresonanz und somit den Erfolg oder auch die Intensität. Und was brauchen Sie dazu? Sie brauchen halt ein Bioresonanzgerät, entweder den PS10 oder ein PS1000 Polar. Ich habe hier auf dem Bild den PS10 stehen. Und Sie brauchen natürlich einen Detektor, den Sie dann in das Badewasser hängen können. Und wir empfehlen da, den Kugeldetektor zu nehmen. Das funktioniert wunderbar. Und hier kommen jetzt noch ein paar Folien, einfach so mit praktischen Beispielen für Sie auch als Anwender der Bioresonanz. Was stelle ich denn ein im Bioresonanzgerät, wenn ich ein basisches Bad in Kombi mit der Bioresonanz machen möchte? Sie haben einfach ganz unspezifisch die Möglichkeit, eine grundlegende Ausleitung im RAH durchzuführen während des Bades. Und Sie kennen das, wer Anwender ist der Bioresonanz und wer das RAH anwendet, also das Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem, der weiß, dass wir empfehlen, dass man immer zunächst mal mit Analysevorbereitung, Vitalisierung, Akupunkturmeridiane und ATP-Produktion startet. Und dann die entsprechenden Programme einstellt und hier bei der unspezifischen Ausleitung einfach das grundlegende Entgiftungsprogramm, die 3150, und zum Schluss dann nochmal, wie immer, wir schließen ja immer mit der Vitalisierung dann nochmal ab. Es ist ja so, dass ja gerade deshalb die Bioresonanz nach Paul Schmidt durch den Rayocom PS10 oder auch mit dem Polar 4.0 in den Praxen deshalb so intensiv im Bad angewendet werden kann, weil die Frequenzen natürlich nicht wie auf einem Flächendetektor oder mit Fuß- und Handdetektoren oder mit Klettdetektoren nur partiell an den Körper gelangen, sondern ja wirklich an die gesamte Oberfläche gelangen. Gerade das Wasser wird durch die Mineralstoffe nochmal super leitfähig und natürlich adaptiere ich an den ganzen Körper. Deshalb ist ja, wie wir immer sagen, die Rayosole Plus und das Therapieren im Basenbad die intensivste Form der Bioresonanztherapie überhaupt. Genau, das habe ich auch gar nicht angesprochen bisher. Letztendlich ist halt im Wasser die Anwendung halt um ein Vielfaches. Ich freue mich auch, wenn ich was sagen darf. Aufgrund der Leitfähigkeit, genau.
Das war mir aber da durchgegangen, das noch mit einfließen zu lassen. Gut. Ja, und jetzt können wir noch ein bisschen spezifischer werden. Wir können halt sagen, okay, man kann ja auch vorher austesten, welche Entgiftungsprogramme brauche ich individuell oder braucht der Patient individuell oder welche Metallbelastungen liegen vor. Und dann stelle ich natürlich das RAH-Programm ganz individuell zusammen. Am Anfang natürlich immer wieder das Gleiche bis hin zur ATP-Produktion und dann kommen halt die ausgetesteten Programme, wo der Bedarf halt einfach da ist. Ne? Also so könnte das dann halt ganz individuell und spezifisch zusammengestellt werden. Was man auch machen kann, wenn man gesagt hat, okay, getestet habe ich nicht, was aber immer auch effektiv ist, wenn Sie die Programme oder die Programmnummern der ausscheidenden Organe mit einstellen. Also sprich natürlich die Haut, die ist ja hier, spielt ja die wesentliche Rolle, aber auch das Lymphsystem oder Leber, Galle und Niere. Ne? Also die Programmnummern, auch das ist sehr effektiv, um auch nochmal die Ausscheidungskapazität des Körpers anzuregen durch das basische Bad mit der Bioresonanz. Mhm. Ja, das waren jetzt erstmal so ein paar Einblicke in die Bioresonanz. Und hier haben wir noch aus der Vergangenheit eine ganz nette Sache, über die wir berichten können. Die basischen Wickel haben natürlich auch im Sport eine Bedeutung. Gerade im Leistungssport auch oder generell, wenn wir Sport machen, entstehen ja Säuren. Also Sport kann ja zu Säureentstehung führen. Da kann man natürlich auch wunderbar mit basischen Bädern nach Training und Wettkampf, wenn es denn der Leistungssport ist, die Ausscheidung über die Haut fördern. Und das Magnesium entspannt natürlich auch die Muskulatur. Und ich entspanne auch. Ich habe eine Stressreduktion, ist ja auch im Sport, im Leistungssport gerade ein Thema. Und auch bei massiv beanspruchten Körperteilen, wie hier bei der Tennisspielerin, das Armgelenk, diese basischen direkten Hautanwendungen bringen unheimliche Linderung beziehungsweise wirken präventiv, dass es erst gar nicht zu Verletzungen oder Verschleißerscheinungen kommt. Okay. Bevor wir weitermachen, nochmal eben auf die Fragen eingehen. Die waren also ein paar wirkliche ganz interessante Fragen noch mit dabei. Übrigens ist der Leberwickel mit 20 Minuten mehrfach bestätigt, ja, aber noch keine Antwort. Aber keine Begründung, schade. Da bleiben wir dann hart. Das müssen wir nochmal herausfinden. Zum Teil waren die Fragen auch schon beantwortet worden, also einfach durch den Verlauf des Webinars. Ich gehe nochmal eben in den Chat rein. Und zwar, ach ja, da bittet eine Teilnehmerin nochmal darum, die verschiedenen Geschmacksrichtungen doch nochmal als Auffrischung der Rhyobase zu nennen. Ja? Möchten Sie oder soll ich ja? Bitte. Okay, was haben wir? Also wünschenswert wäre ein neutraler, kreidiger Geschmack. Kreidig gibt halt die den Mineralstoffcharakter wieder. Manche beschreiben es auch als seifig. Seifig passt ja auch wegen des hohen pH-Wertes. Das ist alles okay und wünschenswert. Nicht so toll wäre, wenn Sie mir sagen würden, Sie haben einen bitteren Geschmack. Das wäre nicht so toll. Das geht so in Richtung Galle. Ne? Also das heißt, ich habe vielleicht massive Säureansammlung im Gallengewebe und dadurch ist die Energetik meiner Galle auch reduziert. Natürlich auch der Stoffwechsel. Dann haben wir häufig einen schwefligen Geschmack. Da wäre dann eine Überforderung der Leber würde dahinter stecken aufgrund von massiver Säureansammlung. Was haben wir noch? Wir haben einen salzigen Geschmack häufig, der berichtet wird. Das sind dann die Nieren. Das heißt, ich habe unheimlich viele Nieren, unheimlich viele Säuren in der Niere, die eigentlich ausscheidungsfähig sind, aber nicht raus können, weil zu wenig getrunken wird zum Beispiel. Das heißt, sie sind eigentlich schon fast am Ende des Weges aus dem Körper, aber können nicht raus, weil Flüssigkeit fehlt. Dann haben wir häufig noch einen fischigen Geschmack und der ist sehr häufig und massiv. Das hat dann mit einem Mangel an Zink zu tun. Und Zink ist das wesentliche Spurenelement als Coenzym beim Ausscheiden von Säuren. Sowohl für die Ausscheidung von Säuren über die Niere als auch die Lunge brauche ich Zink. Da haben wir festgestellt, dass mit einem Zinkmangel, einer Zinkstoffwechselstörung, dieser fischige Geschmack einhergeht. Und dann kommt häufig bei fischig muffig hinzu, dass die Leute sagen, wie muffig, schlechter Fisch. Das geht dann auch nochmal in Richtung Darm-Darm-Mikrobiota.
Okay. Also wie gesagt, wir haben ja die tollsten Erfahrungen damit schon gesammelt in großen, wirklich großen Seminaren damals, als wir noch kein Corona hatten, ja, und wirklich Seminare noch durchführen konnten. Ich erinnere mich an Seminare in Tokio, 300 Teilnehmer, alle haben Ryobase probiert und ich möchte sagen, 60% hatten einen fischigen Geschmack, ja. Also hochinteressant, selbst bei Japanern tritt sowas ein, ist also absolut faszinierend zu sehen, wie sich der Geschmack über die Zeit des Verzehrs dann wirklich harmonisiert oder angleicht und lockerer wird. Wenn es gar nicht klappt und der Geschmack zu stark wird, haben wir auch schon gehabt, dann muss man halt eben die Ryobase-Kapsel nehmen, um sich dran zu gewöhnen. Ja? Genau. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, oh, die müssen wir unbedingt noch beantworten, das ist ganz wichtig, damit wir hier nicht, damit das nicht falsch läuft. Hier fragt jemand, sollte bei der Einnahme von Ryosole noch ein Bindemittel, zum Beispiel Zellulit, eingenommen werden? Das sind ja gleich mehrere Sachen, die wir hier beachten müssen. Bitte. Also die Frage war, sollte bei der Anwendung der Ryosole oder ging es um die Ryobase? Ich glaube, man hat sich verschrieben. Ja, deswegen. Bei der Einnahme von Ryosole, also ganz wichtig, Ryosole ist ja ein Kosmetikum und wird nicht eingenommen. Die Ryobase, deswegen, ne? Ja, die Ryobase wird verzehrt. Also bitte nicht die Ryosole Plus anrühren und dann trinken. Dafür ist die Ryobase da. Das ist das Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Ja. Aus Erfahrung heraus muss man da nichts mehr zu kombinieren. Ne? Also wir decken mit der Ryobase wirklich alles ab. Die Ryobase enthält, wie gesagt, die Mineralstoffe in einer idealen Kombination, sodass sie auch im Körper gut aufgenommen werden. Und das ist ganz wichtig, weil das berücksichtigen nicht alle Produkte. Wir müssen besondere Verhältnisse der Mineralstoffe untereinander haben, dass sie auch ideal im Körper aufgenommen werden und nicht zu Konkurrenten werden. Ne? Und dann haben wir ja noch Kieselerde und Zink in dem Produkt drin, weil ja Zinkmangel, dieser fischige Geschmack, so häufig ist. Damit decken sie eigentlich, alles ab. Mhm. Ne? Eine Frage war noch technischer Natur, wie weit darf der Kugeldetektor ins Wasser mit Kabel oder nur die Spitze? Also das ist Ihr Part, Herr Heimes. Sehr gerne. Der Kugeldetektor ist gänzlich unempfindlich gegen die Berührung mit Wasser. Ich verwende also auch dann den Kugeldetektor, wenn ich den PS10 zum Beispiel jetzt in dem basischen Wasser halt eben dann nutze oder in Kombination nutze. Aber ich nehme dann auch einen Kugeldetektor und der liegt so richtig lang einfach im Wasser unten auf dem Boden der Badewanne. Das macht dem also überhaupt gar nichts. Können Sie also ganz getrost komplett mit Kabel dann da reinlegen. Ja? Also da passiert auch nichts mit. Der sieht immer noch so aus wie immer. Und wir haben ja auch keinen Strom, muss man ja auch dazu sagen, weil die Frage kriege ich häufig, wer die Bioresonanz noch nicht so gut kennt. Ja, aber ne, aber egal, selbst wenn wir den Polar verwenden, ich habe keine Berührung mit Strom in dem Moment. Nein, das Dipolantennensystem ist ja abgetrennt und es ist ja ein passives System. Und das ist ja der große Vorteil, dass wir unser Verfahren ja dann auch bei Herzschrittmacherträgern und so weiter halt eben sehr gut anwenden können. Genau. Ihr fragt noch jemand, ich habe nicht das RAH und kann ich trotzdem auch die Reinex-Programme anwenden? Ja, natürlich. Klar geht das. Gerade zum Beispiel jetzt, wenn Sie ein PS10 haben oder sogar noch ein Rheometer von ganz früher, ja, dann kann man natürlich auch mal in die Listen schauen und sich die entsprechenden Hauptfrequenzgrundwerte der Organe nehmen und die dann dazu einstellen. Mit einer Stunde hat man nun wirklich genug Zeit und man kann sich vorher eine kleine Liste zusammenschreiben und das dann entsprechend nutzen. Selbst die damaligen Rheometer digital oder PS10, vielleicht kennt der ein oder andere sogar noch die Geräte, sind ja schon fast 20 Jahre her, dann kann man die sogar noch mit dem heutigen Kugeldetektor anschließen und auch nutzen. Ja? Aber das, was heute Stand der Themen der Technik ist, ist natürlich das RAH beim PS10 und beim Polar 4.0. Ganz klar. Also dazu vielleicht auch noch die kleine Anmerkung. Wir haben gerade heute in dem Download-Bereich auf unserer Homepage, auf der Startseite, haben wir ja, wenn man ganz nach unten scrollt, da gibt es einen Fachausdruck für diesen Bereich. Ich habe ihn wieder nicht drauf. Da gibt es einen Download-Bereich. Und zwar auch für den Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Und da finden Sie zwei Dokumente. Und zwar einmal das 1x1 des basischen Badens. Da geht es nochmal um die Anwendung. Wie mache ich das? Und dann aber auch die Bioresonanz in Kombination oder basische Bäder in Kombination mit der Bioresonanz. Und da sind auch nochmal diese Programmempfehlungen
aufgelistet. Mhm. Und da ist auch was zur Bioresonanz nach Bauschmidt mit dem Basisprogramm geschrieben. Okay. Gut. Also, hier fragt man, ob die Fußplatten auch gehen. Also, das würde ich grundsätzlich nicht machen. Also, die Fußdetektoren sind ja hier gemeint oder auch die Handdetektoren. Das würde ich nicht machen. Die Fußdetektoren sind dafür einfach zu scharfkantig und sie verletzen unter Umständen die Badewanne. Das gibt nur Ärger. Das würde ich nicht tun. Ja, also das ist einfach unsinnig. Oder auch die Haut, nicht nur die Badewanne. Ja, 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 natürlich. Ja, also Safety first. Gut, das waren die Fragen jetzt hierzu. Ich glaube, wir sind mit allem ganz gut eingegangen oder darauf eingegangen. Insofern war es auch ein richtig schönes interaktives Webinar. Wie vermutet, hatten wir mit den 41 Folien uns ein Riesenprogramm vorgenommen für die Stunde und haben das natürlich jetzt auch tatsächlich dann um 10 Minuten gerissen. Trotz und alledem hat das Webinar vorzeitig verlassen. Also dafür bedanken wir uns natürlich total. Hier kommen immer noch Fragen auch hinein. Ich kann wirklich nur einfach darum bitten, auch in den nächsten Webinaren, zum Beispiel, wenn es um die praktische Anwendung des RAIOCOMP BS10 wieder geht, das wird ja dann wieder aus dem Therapie- und Beratungszentrum heraus mit der Frau Ramail, der Frau Buckenburg, unserem Medical Support und mir zusammengelöst. Das sind auch immer wirklich tolle und interaktive Webinare, dass Sie die Fragen auch einfach notieren. Kommen Sie einfach mit dazu und wir werden sehen, dass wir dann auch die Fragen entsprechend noch mit beantworten. Hier war noch gerade die Frage nach den Handdetektoren, warum die nicht zu benutzen sind. Also das kann jetzt munter so weitergehen. Ja. Handdetektoren sind da die bessere Wahl, das ist korrekt, das kann man machen. Aber ich möchte nicht, dass Wasser hinter diese dahinter oder hineinläuft, dann würde es unter Umständen drin bleiben. Das ist bei einem Kugeldetektor ausgeschlossen. Insofern nehmen Sie bitte, Kugeldetektor ist am sichersten, ist sowohl für Mensch als auch für Badewanne. Vielleicht noch eins, das Ganze gibt es ja in groß und auch in klein. Ja? Genau. Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich das immer bei. Ja? Das ist einfach praktisch, weil es genau für eine Badewanne sozusagen dann reicht. Ja? Also das nochmal so vielleicht auch als Tipp. So, jetzt haben wir es aber auch. Viertelstunde überzogen, sorry dafür. Nochmal Ihnen alles Gute, bleiben Sie bitte gesund. Wir freuen uns auf Ihre nächste Teilnahme. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.